So, meine Freunde, und ich bin jetzt hier in Hogwarts Legacy zu sehen. Und eben zum Start bekommen wir erstmal hier einen Brief. Ich habe so ein bisschen die Grundkonfiguration durch. Dazu gehört zum Beispiel die Einstellung der Grafikkarten. Ich würde ja gerne nochmal einen Neustart vom Spiel machen, aber ich werde an dieser Stelle erstmal gezwungen, einen Charakter zu erfassen, und von daher zeichne ich das Ganze schon einmal auf, wie ich meinen ersten Charakter erstelle. Ja, die Auswahl ist tatsächlich interessant, was es hier so alles gibt. Okay, also man kann sich erstmal eine Grundfigur. Ah, und jetzt geht's ins Feine. Wow. Guck mal, hat man die ganzen Vorschläge. Fällt es einem echt schwer, das Richtige zu finden. Aber ich habe mir sagen lassen, man kann das auch noch und nachher noch mal ändern. Ja, das finde ich gut. So, kann ich mir noch was zur Frisur noch mal machen? Ja, das ist perfekt. Das ist cool. Nice. Da gibt's. Gefällt. Gefällt. So. Ah, jetzt kann ich noch Narben machen. Nein, keine Narben. Nochmal eine Auswahl der Augenbrauen. Alles gibt. Das finde ich nice. So, dann. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Okay, jetzt wird's interessant. Name. Oh. Nee, ich werde da mal was überlegen. Tara ist ein schöner Name. Tara Cendrella. Und Hexe. Und hiermit beginne ich meine Reise. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich?
wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Sprühen... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Thank you.
Verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir. Falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben... Ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen. Wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Okay, also ich soll die Kamera nutzen, um ein aktives Ziel auszuwählen. Okay, es wird hervorgehoben. Alles klar, na dann. Das war etwas holpriger als erwartet. So, und jetzt haben wir hier schon den ersten Frame Drop. Ah, da oben.
Ich versuche das mal ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und wieder alles klar. Gleich davon. Jemand hier gebaut. Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. So, eine Minikarte zeigt meine Umgebung an. Und V, das habe ich schon gemacht, um Einzelheiten des Auftrags zu sehen. Ja, alles klar. Ja. Professor, es ist so eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Was ist das? Professor Fig! Wie seltsam! Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Ich nicht. Hallo? Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen.
lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter den Augen von ihnen. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall ist am allen Verzauberung. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Dieses Verlies zuletzt genutzt. Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12, bis zum heutigen Tag. Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Boah, ist das schwer. Also ein bisschen davor. Ich gehe den einfach mal lang. Und zack.
Banane ist. Okay. Einmal hier. Und dann muss ich ja jetzt... Ach, warte, muss ich da nochmal was drücken? Ah, okay. Okay, gelernt. Revelio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Das mit R, okay. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio! Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Okay, nehmen wir nochmal Lumos. So, du hast den Lichtzauber Lumos erhalten, der automatisch deinen Zauberer zugewiesen wurde. Lumos lässt die Spitze, das ist alles klar, wissen wir schon. Okay, mit 1. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Impulso! Impulso!
gleich. Einmal abwehren.
Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie... scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Thank you.
alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. So, jetzt wird's interessant. Also hier darf ich die ersten Fragen beantworten. Ich freue mich auf den Unterricht, ich will unbedingt erkunden. So, und jetzt geht's dann in die Häuserauswahl. So, und ich möchte das mit dem Wissen machen. Ich freue mich darauf, die Professoren zu treffen und so viel wie möglich in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir.
einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? So, Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz, Neugier. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. So, hier haben wir nochmal die Möglichkeit, glaube ich, zu überlegen, welches Haus wir annehmen. Und ich habe mir sagen lassen, ich habe das gelesen, dass man da eine Auswahl hat. Aber das ist genau das Haus, das ich auch im Sinn hatte, nämlich bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Und da möchte ich gerne hin. Das soll heißen, meine Antworten waren perfekt und ich werde dieses Haus annehmen. Nach Ravenclaw. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Ja, genau, und da startet gleich der nächste Auftrag, wo der erste natürlich dann der Punkt war, wo wir gesagt haben, hey, auf dem Weg nach Hogwarts geht es jetzt hier weiter mit Willkommen nach Hogwarts. Und jetzt habe ich zuerst mal in den Gemeinschaftsraum bewegen, aber da würde ich sagen, daraus mache ich ein extra Video. So, und ihr seht mal wieder, dann bei mir ist es relativ flüssig, aber das Spiel spackt mal wieder ein bisschen rum an der Stelle.
Ah, jetzt lädt es nach. Ah, das habe ich schon gelesen. Dass wenn es erstmal die ganzen Sachen nachgeladen hat, dass es dann relativ flüssig geht. Okay, da müssen wir uns wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Ich bin mal gespannt, wie viel der Day-One-Patch alles geregelt hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Und ich sag mal wieder, have fun, neuer Aboram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.